Wir gehen von zwei kommunizierenden Gefäßen aus, die unterschiedlich hoch gefüllt sind. Sobald wir hier den Hahn öffnen, fließt da ein Volumenstrom oder ein Massestrom und es wird Prozessleistung dissipiert. Schauen wir uns das noch einmal in der Skizze an. Also hier fließt ein Volumenstrom und dann können wir aber auch sagen, es fließt ein Massestrom und diesen Massestrom können wir uns auch als Wasserfall vorstellen. Von der Energie her spielt es keine Rolle, ob der Stoff unten durchgeht oder da einfach runterfällt. Es gibt jedes Mal die gleiche Prozessleistung. Diese Prozessleistung, das ist einfach Energie pro Zeit, die umgesetzt wird. Das stelle ich schematisch so dar. Nun können wir diese Prozessleistung rechnen. Das ist nämlich Gravitationsfeldstärke mal aktueller Höhenunterschied mal Stärke des Massenstroms. Die Stärke des Massenstroms kann als Dichte mal Volumenstromstärke geschrieben werden. Und dann haben wir mit G mal Delta H mal Rho, die Überdruckdifferenz da unten oder die Druckdifferenz da unten und wir können mit dem Volumenstrom rechnen, dann haben wir Druckdifferenz mal Volumenstromstärke. Also entweder Differenz des Gravitationspotentials, also G mal H ist ja das Gravitationspotential mal Massenstromstärke oder Druckdifferenz mal Volumenstromstärke. Zum Schluss noch die Einheiten. Die Prozessleistung wird in Watt gemessen und Watt ist jetzt Meter pro Sekunde im Quadrat für G, Meter für Delta H und Kilogramm pro Sekunde für den Massenstrom oder eben auch Pascal mal Kubikmeter pro Sekunde. Das wäre dann die hintere Form. Gehen wir in die Elektrizitätslehre. Wenn wir hier den Schalter schließen, fließt da ein Strom. Auf der anderen Seite gespiegelt der gleich starke Strom. Jetzt können wir auch so ein Flüssigkeitsbild zeichnen. Also wir legen den einen Teil der Kondensatoren auf Erde und die beiden anderen Teile, die erscheinen dann hier als Töpfe mit Kapazität als Querschnitt und Spannung gegen Erde als Füllhöhe. Dann fließt ja hier durch den Widerstand ein elektrischer Strom und wir können da die Prozessleistung rechnen, die da im Widerstand umgesetzt wird, das ist einfach Differenz dieser beiden Spannungen. Das entspricht dann der Spannung über den Widerstand mal I. Da habe ich noch was vergessen. So, jetzt stimmt's. Jetzt haben wir also hier Differenz dieser beiden Spannungen mal I und dann ist das natürlich U über R mal I. Zu den Einheiten. So, Watt ist die Einheit der Leistung, das gibt Volt mal Ampere. Wenn zwei Autos aufeinander stoßen, dann fließt ein Impulsstrom durch die Knautschzone. Das heißt, das eine Fahrzeug verliert Impuls, das andere bekommt Impuls. Dazu müssen wir aber eine positive Richtung einführen und dann können wir wieder ein Flüssigkeitsbild zeichnen und da fließt also ein Impulsstrom durch die Knautschzone und setzt hier eine Leistung frei, die wir symbolisch wieder so markieren. Diese Leistung ist Geschwindigkeitsdifferenz, aktuelle Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den beiden Fahrzeugen mal Stärke des durchfließenden Impulsstromes. Die Einheit, also Watt, hat hier die Einheit Meter pro Sekunde mal Newton. In der Drehmechanik müssen wir eine positive Richtung einführen. Wir nehmen an, die beiden Schwungräder drehen gegeneinander, dann können wir das Flüssigkeitsbild zeichnen, dann können wir den Drehimpulsstrom zeichnen, der hier durch die Rutschkupplung geht und dann können wir die Prozessleistung rechnen in der Rutschkupplung, nämlich Winkelgeschwindigkeitsdifferenz aktuell mal durchfließender Drehimpulsstrom. Diesmal berechnet sich Watt als 1 durch Sekunde mal Newton und mal Meter. Gehen wir in die Wärmelehre und hier wird es ein bisschen anders, denn die eigentliche thermische Größe ist die Entropie. Und wenn man jetzt da Töpfe zeichnet für die unterschiedlich warme Körper, dann bekommt man Gefäße mit hyperbolischen Wänden, also die Wände sind hyperbelförmig. Das hängt damit zusammen, dass die Entropiekapazität gleich Energiekapazität durch absolute Temperatur ist und
Die Wärmekapazität ist bei Zimmertemperatur für viele Stoffe konstant. Deshalb ist die Entropiekapazität gleich Wärmekapazität durch absolute Temperaturen. Das divergiert dann gegen den absoluten Temperaturpunkt. Aber dort unten geht die Wärmeenergiekapazität eher schon gegen Null und dann spielt es keine Rolle mehr. Es fließt hier ein Entropiestrom. Und dieser Entropiestrom, der fällt runter über eine Temperaturdifferenz. Also hier muss man zwingend die absolute Temperatur nehmen, auch hier. Und dann wird eine Prozessleistung freigesetzt. Diese Prozessleistung, die hier in der Wärmeleitung freigesetzt ist, ist Delta T, also Temperaturdifferenz mal Entropiestromstärke. Nun, hier sind die Einheiten einfach. Die Entropie hat die Einheit Joule pro Kelvin, der Entropiestrom hat die Einheit Watt pro Kelvin und dann ist die Rechnung einfach. In allen Beispielen, die ich jetzt gebracht habe, wird eine Prozessleistung freiggesetzt und die Frage ist, was passiert mit dieser Prozessleistung? Also in allen Beispielen, Hydraulik, Elektrizität, Translation, Rotation und auch hier Thermodynamik, wird Entropie erzeugt. Und diese Entropie hat hier natürlich eine Sonderstellung. Hier wird Entropie erzeugt und gleichzeitig fließt Entropie. Und die Entropieproduktion, das werde ich dann später zeigen, ist genauso groß, dass eben die Energie längs der Wärmeleitung erhalten bleibt.